Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Runde LS17. Hier wieder auf der Map Porta Westfalica. Immer noch die Sonnenblumenernte hier am Rollen. Ja, mit dabei immer noch Balu. Moin Moin. Der Basti. Moin. Der Daniel. Hallo. Alpha Robbe. Mahlzeit. Und natürlich Hoshti. Ja. Ne, die alte Besetzung, die ist immer da. Nicht jetzt auf das Alter bezogen, sondern so die Stammbesetzung quasi. Gleich ist einer weg. Ja, schon dürfen wir nicht. Tschüss. Ah, keine Ahnung, wenn ich so will, ja. Der Daniel sicher. Ist das eine Drohung oder? Versprechen. Er versucht es. Ja, was soll er mal? Erstmal gucken, ob ihr hier alles vernünftig macht. Selbstverständlich nicht. Oh! Jetzt kommt der Road Train. Was willst du mit so einem Road Train hier? Na, den brauche ich. Achso, okay. Musste nur gucken, ob er was stehen lassen hat. Weil Daniel gerade durch die Gegend fährt oder an einem Plakat steht, musste er seinen Job übernehmen. Aber Daniel, ich muss nochmal gucken fahren da. Weiß nicht so, dass die das nicht ordentlich machen. Dafür bist du doch da, um nachzuarbeiten, habe ich mal gehört. Ach guck mal, ist auch schon fast 60.000 drin. Über 60.000 ist gleich. Das ist ja doch ein bisschen Sonnenblumen, ne? Ein paar Liter. Ja. Obwohl die Ausbeute nicht so hoch ist. Geht. Daniel Kate am Feldrand, weiß nicht, was er machen soll. Ja. Soll ja nicht so viel machen. Ja, doch. Mais hab ich nicht. Hast du heute den ganzen Tag frei, Daniel? Heute ja. Hey. Ja. Ganzen Tag LS? Nee. Nee? Auf FIFA? Vielleicht. Also ich nicht. Weil ich am Wochenende eh nicht dazu komme, die ganzen Spiele zu machen, weil ich hier in Dänemark bin. Lass ich diese Woche vielleicht komplett mit FIFA. Siehst du, singst du vorher, bevor du probierst, oder? Hinterher? Kannst du vorher oder hinterher? Naja, ich muss warten, bis die erste Wachstumsstufe da war. Nein, wenn er jetzt probiert und dann düngt, reicht er. Da ist er schon. Ja, wenn er probiert, aber wenn er einsät, dann nicht mehr. Dann nicht mehr. Ja, klar, aber deswegen düngen wir Formen sehen. Ja. Immer. So Zeit vergessen das manche Leute. Ja. Ja. Aber das ist halt so im Alter, ne? Da. Das sagen. Ihr noch nicht, ihr Jungspunkte. Ich würde sowas auch nie sagen. Ich sag doch nichts gegen Alte. Nein. Ich bin auch selbst gestern ja älter geworden, insofern. Ja, du hast gemerkt, Feld 1 auch nicht richtig gemacht worden. Ja, ich hab's ja nie angesehen. Da hat irgendjemand das Düngen vergessen. Daniel auf der Spur gelaufen. Meine Liste da oben wird immer länger, ey. Welche Liste? Na, hier von was du dabei hast. Zuckerrüben, ja. Raps, Sonnenblumen, Sojabohnen. Alles mit an Bord. Aber das volle Programm für die Raffinerie. Ja. Nur Wasser trinken will, weil ich den Hänger nicht länger. Was für Pech.
Ja, rein theoretisch sind die kleinen Drescher hier das langsamste, ne? Ja. In der Kette. Ja. Ja, langsam sind sie nicht, die haben nur eine kleine Breite. Ne? Naja, aber der Flaschenhals quasi. Weil wenn du hier siehst, ihr kommt wunderbar hinterher. Ihr habt ja das Feld da oben schon gleich fertig wieder. Ja, hätten wir jetzt hier 9 Meter Schneidwerk oder so, würde es auch wieder anders aussehen. Naja, hätten wir die Lexion. Dann würdest du mit 2 voranfahren und die anderen kämen, hätten einwandfrei, hätten Luft. Könnten schön hinterherziehen, müssen nicht immer die Seiten wechseln und so. Daniel, in welcher Reihe bist du, gerade oder ungerade? Oh, minus 57 habe ich jetzt. Gut, dann kannst du immer immer eine überspringen. Bin in den Geraden. Ah, Autowendung. Läuft, Füße hoch. Läuft bei euch. Ich überspringe jetzt gar nichts. Oh. Muss ich ja was machen? Ich fahre erstmal bis zum Ende, bis ich bei Daniel bin. Und dann mache ich die Lücken wieder zu. Ja, siehst du. Hast du die Bahn fertig, ja, ne? Ja, ja. Dann hol ich gleich schon mal das andere Gebiss. War es ja mit Mais, oder haben wir noch irgendwo? Mit Sonnenblumen. Sonnenblumen, meinst du? Ich guck mal. Sonnenblumen hätten wir noch auf der 27, aber das ist auch erntereif. Aber erstmal hier hätte ich weitergemacht, ne? Oder wollen wir zur 27 fahren? Können wir auf 27, jetzt haben wir es drauf, ne? Ja. Eben erzählt er noch. Nein, ich mache ja schön alles manuell und jetzt lässt er dann Lücken. Du hast doch gerade was geschrieben von Lücken zufahren. Ja. Ach, das ist ein tolles Spiel. Jeder, der zuguckt und das Spiel nicht spielt, denkt zwar, das Spiel ist total nur für doof und ist auch total bekloppt, aber es macht Laune ohne Ende. Ist ja einfach so. Und ich hätte auch gern größere Felder, die größeren Drescher. Oh, ich muss es gleich mal durchrechnen, was die großen Drescher kosten. Lass das mal Daniel machen. Haben wir bestimmt noch was über. Was? Daniel ist immer so fleißig. Nee, jetzt weniger. Ja? Ja. Wegen FIFA andere, oder? Nö, auch so sind die anderen, die sich alle vordrängen. Oh. Weil Daniel war früher der Einzige, der immer fleißig die Raffinerien gefahren hat, die ganzen Betriebe. Hat alles Daniel immer gemacht. Overlord Precision Marsh, ne? Da hat's immer Daniel alles gemacht. Ich hab mir die Videos angeguckt. Daniel immer der Lone Wolf, immer 1-2 Stunden morgens, immer erstmal alle Betriebe. Tag für Tag. Ja, wenn ich hier noch mehr was verkaufen würde, könnten wir uns das schon locker leisten. Aber dann haben wir nicht mehr viele Produktionssachen los. Na, rechne mal aus, wie viel Geld uns fehlen würde für die Drescher zum Schluss. Oh. Über 400.000. Unsere Drescher sind nichts mehr wert. Mit Schneidewerk? Die anderen sind auch nicht mehr groß wert, ne. Also unsere Drescher sind nichts mehr wert. Daniel, mit beide zusammen 30,
50, 70, 140, knapp 200.000 kriegen wir für unsere Drescher nur. So, und wie viel Geld habt ihr noch? 600. 600. 800.000. Hm. 800.000 brauchen es lohnt wir damit? Es lohnt sich auch nicht, die zu verkaufen hier, weil die nichts mehr wert sind. Die haben nur noch mal ein Viertel von ihrem Wert, haben sie nur noch. Weil die schon 27 Stunden auf der Uhr haben. Aber halt wollen wir zusammenkriegen. Naja, man müsste was verkaufen, ne? Ihr müsstet den Sand holen. Ja. Und ich bring den Zucker. Also ich würde sagen, dass wir schon... Also kriegen wir 400.000 zusammen durchs Verkaufen? Ja. Weil dann können wir uns die neuen Drescher kaufen. Und weil eine Million hätte ich schon gern. So Not könnte wohl einer zum VP-Lager fahren und die Zuckerrüben alle machen. Ja, aber wenn musst du die Zuckerrüben ja ganz schnell verkaufen. Ja. Das heißt, wir fahren wirklich zwei mit allen Hängern dahin und alles nacheinander reinhauen. Nimmst du jetzt meinen Kurs, Balu? Ja. Sehr, sehr gut. Ich auf plus da, eins. Da bin 6 Meter. Ich bin ja nicht mehr dabei, weil ich muss ja gleich hin. 6 Meter Kurs, ne? Ja. Gut. Ich habe jetzt plus 1. Eine freilassen, oder was meinst du? Oder, weil sonst fährst du ja in meine Spur rein. Anhänger, also scheiße. Tja, das wollte ich nicht, wie das so für der Abfahrer ist. Ja, mit der Abfahrer kommt das euch überhaupt nicht. Alles klar, Walu, alles klar. So, wollen wir mal gucken, ob wir den gleichen Kurs haben. Ich hab von dir abgenommen. Okay. Ja, klappt ja nicht immer. Hat schon ein bisschen drüber gelenkt gehabt. Hat nicht gereicht. Normalerweise müsste es eigentlich auf 6,2 sein. Dann würde es gehen. Ja. Oder 6,1, ne? Na gut, aber eigentlich ja nur 6 Meter Breite. Ja. Ich weiß nicht, ob das ausgeht. Das funktioniert. Geht. Ja? 6,20 Meter geht. Mach ich auf 6,20 Meter. Dann stell mal um der 1, oder? Ich speichere auf der 3. Kannst du von der 3 laden. Oh, die ganze Frequenz von Alpha, ey. Oh. Wieso von mir denn schon wieder? Das bin ich nicht. Doch, das sind so. Das Ganze halt so ein komisches Rauschen immer. Oh, Mikrofon noch weiter weggepackt, so. Warte, weil die piepen da nicht. So Leute, das war's auch schon wieder mit diesem Video. Ja, Sonnenblumen, ne? Ja, ich wünsche euch einen schönen Tag. Liken, teilen, kommentieren und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, haut rein, tschüss. Okay. Tschüss.